Moin Moin, du bist auf dem Kanal Generation Outdoor. Mein Name ist Alvo und ich möchte mit euch heute über den Wolf reden. Anlass dazu ist der Koalitionsvertrag. Auch wenn das nicht direkt etwas mit dem Video zu tun hat, möchte ich einmal ganz kurz sagen, dass diese Koalition, die diesen Vertrag ausgearbeitet hat, nicht die Regierung ist, die ich gewählt habe. Ich darf zitieren. Im Umgang mit dem Wolf hat die Sicherheit des Menschen oberste Priorität. Wir werden die EU-Kommission auffordern, den Schutzstatus des Wolfes abhängig von seinem Erhaltungsstand zu überprüfen, um die notwendige Bestandsreduktion herbeiführen zu können. Unabhängig davon wird der Bund mit den Ländern eine geeignete Kriterien- und Maßnahmenkatalog zur Entnahme von Wölfen entwickeln. Dazu arbeiten wir mit der Wirtschaft geeignete Kriterien für die letale Entnahme. Letale Entnahme an dieser Stelle heißt töten. Wir wollen, dass Wölfe, die Weidezäune überwunden haben oder für den Menschen gefährlich werden, entnommen werden. Das heißt, ich möchte in diesem Video mit euch darüber sprechen, natürlich auch gerne unten in den Kommentaren. Schreibt mir eure Meinung rein, was das in Zukunft für den Wolf bedeutet, ob wir das so wollen, wie das im Koalitionsvertrag festgesetzt worden ist und was das überhaupt für die Zukunft des Waldes bedeutet. Viel Spaß mit dem Video. Wir werden über folgende Punkte sprechen. Erstens die Haltung der Wirtschaft, zweitens die Haltung des Jagdverbandes, drittens die Haltung von NABU, des Naturschutzbundes, als größter Naturschutzbund, den wir in Deutschland haben, dann typische Wolfsbefürworter-Argumente und typische Wolfsgegner-Argumente, die wir uns ein bisschen genauer anschauen werden. Am Ende bekommt ihr von mir noch ein paar weiterführende Links, natürlich auch unten wieder in der Videobeschreibung. Einfach mal reinklicken zu Videos, Artikeln, Blogbeiträgen und, um euch noch weiter mit dem Thema Wolf zu beschäftigen, den verschiedenen Meinungen auseinanderzusetzen oder einfach um noch mehr Informationen zu erhalten. Ganz zum Schluss gebe ich euch ein bisschen meine Meinung mit, einfach nur gefühlsmäßig, und ziehe aus dem Ganzen ein Fazit, wie es dann wohl wahrscheinlich weitergehen wird. Die Haltung der Wirtschaft ist aber relativ einfach. Die begrüßt diesen Vorstoß, den es aus der Bundesregierung, die sich gebildet hat, gibt. Das heißt, sie befürworten den neuen Koalitionsvertrag mit allem, was dazu zum Wolf drinsteht. Das bedeutet, dass man den Wolf auch töten darf, etc. etc. Das ist nicht weiter überraschend, denn natürlich sind in der Wirtschaft vertreten auch unter anderem Schafzüchter, die es natürlich auch viel in der Lüneburger Heide gibt, also meiner südlichen Wanderheimat so ein bisschen. Das heißt, sie wollen natürlich den Wolfsbestand drastisch kontrollieren, auch frei reduzieren dürfen, natürlich in Verbund mit den Jägern. Das heißt, spätestens natürlich, wenn ein Wolf einmal einen Zaun überquert hat, soll man ihn danach abschießen dürfen. Und ich bin mir aber auch sicher, dass viele dieser Züchter privat, wenn sie es öffentlich auch nicht immer so gerne sagen, gerne würden, dass man den Wolf komplett wieder wegschießt, also sozusagen wieder komplett ausrottet in Deutschland, beziehungsweise sehr stark runterschießt, zumindest in den Gebieten, wo sie Züchtergebiete, ja, sagen wir mal, bedrohen. Die, die also am meisten gegen den Wolf sind, sind natürlich die, die aus der Wirtschaft kommen, die davon einen direkten Nachteil haben. Das heißt, man muss auch sagen, die vielleicht, kommt immer drauf an, um ihre Existenzen bangen müssen. Wir dürfen aber natürlich auch nicht vernachlässigen, dass die auch eine gewisse Beziehung zu ihren Tieren haben. Also rein von Geld zu sprechen, finde ich da ein bisschen schwierig. Die Züchter wollen natürlich, dass der Wolf spätestens, wenn er mal in die Nähe von einem Weidezaun kommt oder beziehungsweise den überschreitet, geschossen werden darf. Ja, es wird hier euphemistisch letale Entnahme genannt, also getötet, abgeschossen, abgeschlachtet, sucht euch irgendein Wort aus. Die Haltung des Jagdverbundes ist dabei ein bisschen gemäßigter, muss man sagen, wenn man sich das durchliest, aber jetzt auch nicht völlig freudig, dass der Wolf wieder da ist. Hauptsächlich möchte der Deutsche Jagdverband erstmal ein Monitoring. Das heißt, man möchte immer umfassend Bescheid wissen, wo welche Wölfe sind. Dafür braucht man natürlich Geld, weil man muss wieder mit Sendern ausstatten, Halsbänder und Fotofallen, alles, was so weiter dazugehört. Ein Monitoring finde ich erstmal gar nicht schlimm. Im Gegenteil, eigentlich finde ich Monitoring super. Es kostet zwar Geld, aber man weiß damit immer, wo wie viele Wölfe sind, wo sich wie viele ansammeln, und kann das so ein bisschen überwachen und im Notfall regulierend eingreifen. Ja. Ob das regulierend eingreifen notwendig ist und sinnvoll ist, dazu kommen wir später, aber dass man erstmal überhaupt weiß, was Sache ist, finde ich gut, und das macht der NABU teilweise zum Beispiel auch schon selber, zum Beispiel mit Fotofall. Weiterhin wünscht sich der Deutsche Jagdverband ein
Wolfsmanagement. Sie wünschen sich also einen Plan, wie genau damit umgegangen werden soll. Ja? Wie viele Wölfe wollen wir ungefähr in Deutschland? Ab wann könnte es gefährlich werden? Wir brauchen umfassende Maßnahmen. Da kommt das Monitoring auch wieder ins Spiel, dass wir wissen, wo, was, wie und so weiter und so fort ist. Ja? Ansonsten verhalten Sie sich in Ihrem Positionspapier, finde ich, immer ein bisschen schwammig. Sie lassen sich nicht so zu Aussagen hinreißen, ob sie den Wolf an sich gut finden oder nicht. Das kann man nicht so richtig einordnen, finde ich, auf menschlicher Ebene. Das ist aber natürlich für ein Positionspapier von einem Verband auch nicht weiter wunderlich, denn da geht es ja auch nicht um Gefühle oder so, sondern es geht ja um politisches Interagieren mit den anderen Gruppen, zum Beispiel NABU oder der Wirtschaft, sowie den echten Politikern. Der NABU, ich glaube, da brauchen wir nicht großartig viel drüber reden, begrüßt es umfassend, dass der Wolf wieder zurück ist. Ja, seit 2000 fängt er an, sich wieder anzusiedeln und ist bei einigen hundert Tieren mittlerweile angekommen in Deutschland. NABU ist sich natürlich bewusst, dass das wirtschaftliche Schäden verursacht mit dem Wolf. Das heißt, dass Schafe gerissen werden und so weiter und so fort. Und da schlägt der NABU vor, dass Zäune, umfassende Elektro-Weidezäune mit Kombination von Schutzhunden hilft. Das heißt, sie verleugnen nicht die Probleme, die mit dem Wolf eintreten können. Sie sagen, ja, der Wolf hat auf jeden Fall ein Problem in Bezug auf Weidetiere, weil er sie reißt, so wirtschaftlichen Schaden verursacht, auch natürlich seelischen Schaden verursacht, weil ein Züchter, je nach Größe natürlich, hat auch eine gewisse Bindung zu seinem Tier. Und das verleugnen sie nicht, das finde ich schon mal erstmal gut. Sie sind aber sehr positiv, muss ich sagen, in Bezug auf die Gefahr für den Menschen. Man muss an dieser Stelle aber auch sagen, es hat bis heute noch keinen einzigen Fall in Deutschland gegeben, wo sich ein Wolf wirklich aggressiv gegenüber einem Menschen verhalten hat. Neugierig ist vorgekommen, es gibt einige Videos, wenn ich dran denke, verlinke ich sie euch, wo der Wolf sich auch teilweise mal genähert hat. Und da kommen wir auch zum anderen Punkt, wenn die Menschen nämlich in Traktoren sind oder in Autos sind oder ähnliches, dann nimmt der Wolf einen Menschen anders wahr, als wenn er allein irgendwo steht. Das heißt, für die Bewertung, ob ein Wolf aggressiv ist oder nicht, macht es durchaus einen Unterschied, ob ein Mensch alleine irgendwo auf der Weide steht oder ob er in einem Traktor ist. Das einmal ganz kurz zur Einordnung, was denn überhaupt das Wort sich aggressiv gegenüber einem Menschen verhalten bedeuten soll in diesem Zusammenhang. Das sind also ungefähr die drei Haltungen. Die Wirtschaft möchte natürlich möglichst den Wolf schießen oder ihn sehr stark regulieren. Die Jägerschaft möchte sich den Wolf an sich angucken, möchte sich vorbehalten, ihn schießen zu können. Und der NABU möchte natürlich mit allen möglichen Mitteln, auch Steuermitteln, muss man natürlich an dieser Stelle sagen, den Wolf wieder in Deutschland ansiedeln. Das sind ungefähr die drei Positionen, die es in der Wolfsdiskussion immer wieder gibt, was ja auch ein sehr heißes Pflaster ist, wenn man mal ehrlich ist. Klickt euch einfach mal durch Videos durch und lest euch unten durch, was dann da passiert. Das ist ein ähnlich harter, ideologisch geführter Kampf wie die Frage um Flüchtlinge zum Beispiel. Und interessanterweise ist eigentlich die Wolfsdebatte ja auch eine Immigrationsdebatte in gewisser Hinsicht zumindest. Tja, und wenn man sich diese ideologischen Grabenkämpfe der Diskussion unter Videos, Blogbeiträgen, in der Politik etc. etc. anhört, dann bekommt man natürlich immer wieder typische Für- und Wider-Argumente. Alle hier zu nennen und zu besprechen, dauert ein bisschen zu lange. Ich möchte deshalb nur einige ausgewählte, ungefähr 4 auf jeder Seite, besprechen. Aber es gibt natürlich unzählige weitere und ich freue mich darauf, wenn ihr unten in den Kommentaren ein bisschen über sie sprechen würdet. Ich bin natürlich dabei, mische ein bisschen mit. Typisches Für-Argument. Aber ein Hund kann ja auch wild sein. Das ist tatsächlich gar kein schlechtes Argument im ersten Moment. Aber ein Hund ist trotzdem immer noch ein anderes Tier als ein Wolf, auch wenn man das nicht immer so glauben mag. Gerade im domestizierten Bereich, das heißt in Wildparks oder in Forschungsversuchen, kann man immer wieder sehen, auch in Reportagen, die öffentlich zugänglich sind, dass Wölfe sich schon anders im Gruppenverhalten äußern, als es zum Beispiel Hunde wie ein Labrador tun. Es gibt sicherlich auch sehr aggressive, natürlich aggressive Hunde, ja, aber ein normaler Labrador-Hund oder ähnliches ist nicht so aggressiv und eher menschverbunden, als es ein Wolf ist. In einer Reportage wird zum Beispiel gesagt, der Hund möchte dem Menschen gefallen, ja, weil er als Teil des Rudels sich sieht und auch dem Menschen als Teil des Rudels. Und der Wolf kann mit dem Menschen koexistieren, er kann ihn akzeptieren, aber er sieht ihn anders als Teil des Rudels, wenn er ihn überhaupt als Teil des Rudels sieht. Er sieht ihn nämlich, wenn, mehr als eine Art Austausch, als eine Art Handelspartner. Das Argument, ein Hund kann ja aber auch wild werden, wird natürlich gestützt dadurch, dass es in Afrika marodierende Hundebanden gibt.
Die meisten wissen gar nicht, dass es in Afrika für schwarze Menschen, deshalb reagieren schwarze Menschen, die aus Afrika stammen, natürlich auch sehr empfindlich darauf, noch diese marodierenden Hundebanden gibt. Das sind oftmals Schäferhund, Mischlinge und ähnliches, die von alten Sklaventreibern, Kolonialherren etc. dort freigelassen worden sind, abgehauen worden sind und. Diese Hundebanden haben sich natürlich entdomestiziert durch Fortpflanzung in dem Sinne, sind ja nie von den Menschen erzogen worden oder ähnliches. Und da kann es schon mal vorkommen, dass die wirklich Menschen angreifen in ihren Rudeln. Natürlich kann man das Argument, ein Hund kann auch wild werden, relativ einfach auch wieder entkräften. Denn ein Hund ist ja erzogen worden. Ein wild lebender Wolf ist das nicht. Das heißt, ein Hund hat gelernt, dass es Konsequenzen hat, wenn er einen Menschen anknurrt. Zumindest sollte er das. Ich gucke da einige Hundebesitzer sehr streng an, weil manche Hundebesitzer sind da immer sehr lasch, sage ich mal. Aber normalerweise sollte ein Hund immer gelernt haben, dass wenn er einen Menschen anknurrt, außer er ist natürlich jetzt ein spezieller Schutzhund etc., dass er dann Schelte zu erwarten hat. Ein Wolf hat diese Erziehung nicht genossen, in Anführungszeichen, möchte ich sagen. Ähnlich verhält es sich natürlich mit dem Argument, siehst du den Wolf im Gehege? Total friedlich. Ein Wolf im Gehege ist anders erzogen und hat auch selten so viel Menschenkontakt. Man muss schon sagen, dass es bei Wölfen, die im Gehege sind, ich habe da einige Male in Wildparks gerne mal Wölfe längere Zeit beobachtet, mir Verhalten angeguckt, die verhalten sich schon anders. Ja? Also klar würden die wahrscheinlich einen Menschen, wenn er da reinfällt ins Gehege, nicht direkt angreifen und fressen. Ja? Aber sie zeigen schon durchaus aggressiveres Verhalten und es besteht zumindest die Möglichkeit, dass sie einen Aggressor eher angreifen würden als ein voll durchdomestizierter Hund. Ein beliebtes Argument ist auch, im Ausland funktioniert das ja auch. Dazu muss man sagen, dort wird sich oftmals von Naturschützern, das sind jetzt eher ja Naturschützer-Argumente, auf zum Beispiel Länder wie Rumänien bezogen. Das Argument ist brüchig, aus dem einfachen Grund, dass viele davon ausgehen, dass dort in Rumänien die Leute einfach gelernt haben, mit dem Wolf umzugehen. Das heißt, wenn sich Wölfe zu sehr aus dem Wald einem Dorf nähern, dass er dann abgeknallt und vergraben wird. Davon wird ausgegangen und viele Berichte deuten auch in diese Richtung. Das heißt, es wird zwar akzeptiert, wenn der Wolf im Wald lebt, aber sobald er dann an die Weide rankommt, wird er mindestens vielleicht mal mit Gummi geschossen oder sonst irgendwas in der Richtung geschossen. Aber wir merken ganz schnell, dass in anderen Ländern wird halt anders damit umgegangen und nur deshalb funktioniert es wahrscheinlich. Ein weiteres Argument für den Wolf ist, dass der Wolf wild reguliert. Das kann man zum Teil tatsächlich so sagen. Wenn man den Jäger nicht hätte, zum Beispiel würden ja Rehe und vor allen Dingen Wildschweine noch mehr explodieren in ihrer Population, als sie es jetzt schon tun. Und vielleicht, höchstwahrscheinlich, würde der Wolf das regulieren anstelle des Jägers. Natürlich ist das kein gutes Argument, wenn wir ja eigentlich Jäger haben. Jetzt könnte man sagen, durch den Wolf könnten wir den Jäger sozusagen überflüssig machen. Das heißt, er müsste nicht mehr die ganzen Wildschweine jagen, wie wir ja jetzt eigentlich jagen müssten. Weil wir haben ja eine Schwarzwildplage in dem Sinne. Zumindest Plage ist ein heftiges Wort, deshalb ein bisschen vorsichtiger sollte ich mich da ausdrücken. Aber auf jeden Fall haben wir eine starke Populationszunahme, die problematisch werden könnte. Inwieweit aber wirklich das im Endeffekt passieren würde, ist meiner Meinung nach ein bisschen Lottospielerei. Also man fährt mit sowas eigentlich selten wirklich gut auf Dauer, weil es kann auch passieren, dass sich der Wolf überhaupt nicht für das Schwarzwild interessiert und nur noch Hasen jagt, weil so ein Wildschwein zum Beispiel ist auch einfach wehrhaft, sehr wehrhaft tatsächlich. Dadurch, dass wir den Wolf reinlassen, wir sagen, der Jäger muss nicht mehr das Schwarzwild jagen, könnte es passieren, dass das Schwarzwild mega explodiert, weil die Wölfe sich nicht an das Schwarzwild rantrauen oder nicht ran können und nur noch Hasen jagen oder Rotwild. Typische Gegenargumente gegen den Wolf. Gefahr für Hundebesitzer. Tatsächlich geht man davon aus und man hat es auch in mehrfachen Situationen schon erlebt, gerade gab es erst wieder einen Fall, dass Hunde von Wölfen als Gefahr wahrgenommen werden und im Wald angegriffen worden sind. Dagegen kann man schwerlich etwas sagen. Man könnte natürlich sagen, wir müssen uns moralisch überlegen, ob der Wolf nicht mehr Anrecht auf den Wald hat als der Hund. Diese Frage kann und möchte ich nicht beantworten, weil ich tierisches Leben als gleichwertig sehe. Ich sehe den Hund, den jemand hat, genauso wertvoll wie ein Wolf.
Das heißt, weder die eine noch die andere Seite kann dieses Argument irgendwie für sich nutzen, meiner Meinung nach. Schreibt mir dazu gerne mal in die Kommentare, wie eure Sicht ist. Typisches Gegenargument gegen den Wolf: Weidetiere werden gerissen. Das ist korrekt, Weidetiere werden gerissen, das kommt immer wieder vor mittlerweile. Gar nicht in so einem großen Ausmaß, wie gern mal getan wird, aber es kommt schon vor. Man muss dann natürlich sagen, es wird immer gern mal darüber gestritten, wie wirksam eine Gegenmaßnahmen wie ein Zaun und Hunde sind. Natürlich sagen viele aus der Wirtschaft, das ist gar nicht so funktionell, wie es eigentlich sein sollte. Und viele Naturschützer sagen, doch, das hilft total. Dann muss man sagen, es wird ja aus Steuermitteln bezahlt, die kommen nicht rechtzeitig genug an. Also es ist wieder ein riesen Verwaltungsapparat, der dann in dem einen Ort nicht funktioniert, in dem anderen funktioniert es und so weiter und so fort. Das sind Schwierigkeiten einer demokratischen Gesellschaft, das sind Schwierigkeiten einer Verwaltungsgesellschaft, in der wir leben. Da muss einfach geguckt werden, und dass der Einzelne mal davon leider schlecht betroffen ist, das ist leider so. Ich kann nur hoffen, dass wir es politisch schaffen, da einen Ausgleich irgendwie hinzubekommen. Das wahrscheinlich beste Argument gegen den Wolf ist das Bedrohungsszenario. Das Bedrohungsszenario bedeutet, dass die Menschen Angst haben, in den Wald zu gehen oder noch schlimmer, zum Beispiel für Menschen wie mich, im Wald zu schlafen. Ich persönlich habe kein Problem damit, mir vorzustellen, dass hier irgendwo ein Wolf rumläuft und trotzdem im Wald zu schlafen, weil ich relativ wehrhaft bin, und wenn es sein muss, nehme ich halt eine Knarre mit. Oder irgendwas, ja, ne? Also Schutzmaßnahmen kann ich persönlich ergreifen, das ist ja nicht das Problem. Und in einem Zelt selber ist man ja sicher, weil man ja als Objekt, nicht als Beute wahrgenommen wird. Das heißt, ja, da ist aber wieder der Unterschied, ob man im Zelt oder im Tarp schläft. Das ist alles so eine kleine Frage, die wir uns als Outdoorer, Bushcrafter, Wanderer, alle möglichen Outdoor-Gruppen jeweils einzeln stellen müssen. Und dazu gibt es auch schon Videos, zum Beispiel von einem Mann im Wald. Da verweise ich euch gerne drauf. Schutzmaßnahmen gegen den Wolf ergreifen. Ich glaube aber nicht, dass im Normalfall, wenn man Feuer macht zum Beispiel oder halt wenn man in einem Zelt ist, überhaupt auch nur annähernd jemals eine Gefahr vom Wolf ausgehen wird. Das glaube ich einfach nicht. Trotzdem kann man die Angst der Menschen nicht kleinreden, und da haben natürlich die Naturschützer einen Punkt, wenn sie sagen, wir müssen die Menschen ein bisschen aufklären, weil in den letzten 18 Jahren, seitdem sich der Wolf hier ansiedelt, gab es noch nie ein wirklich verletzendes, irgendwas knurrendes Bedrohungsszenario für die Menschen durch den Wolf. Aber ein Argument, das man erstmal nicht wirklich kleinreden kann. Es ist halt da. Du kannst den Menschen nicht einfach sagen, ihr habt keine Angst zu haben. Auch wenn diese Angst ein bisschen irrational ist. Irrational ist. Also sie ist ja in dem Sinne nicht irrational, aber irgendwie ist sie doch irrational, weil sie statistisch betrachtet komplett zu vernachlässigen ist. Aber die Menschen sind nicht rational, die Menschen sind nicht statistisch, sonst würde auch nicht ständig über Terroranschläge berichtet werden, obwohl mehr Menschen im Straßenverkehr sterben. Ich will das jetzt nicht gegenüberstellen, sondern rational betrachtet müsste man ja immer das Problem angehen, wodurch am meisten Menschen leiden. Das wird aber nicht gemacht, sondern es geht ja immer um Gefühle, ja, um Ideologien, um Glaube, auch um Moral im Endeffekt. Und das kann man den Menschen nicht ausreden, und das muss man ihnen auch nicht ausreden, weil das macht den Menschen zum Mensch. Kinder können als Beute erkannt werden. Ist noch ein kleines Gegenargument, muss ich sagen. Und gerade in Verbindung mit dem vorigen Argument Bedrohungsszenario ist das ein sehr starkes Argument. Denn gerade Angst um Kinder ist immer noch mal doppelt und dreifach stärker als Angst um zum Beispiel einen 2 Meter großen, bulligen Typen oder so. Kinder passen auf jeden Fall von der Größe her in das Beuteschema von den Wölfen eher rein, als wir Menschen es tun. Das heißt, sie werden als leichtere Beute wahrgenommen. Bis jetzt gibt es aber keine richtigen wissenschaftlichen Untersuchungen, die festgestellt hätten, dass Kinder von Wölfen angefallen werden. Im Gegenteil, meistens sind es Jogger, die von Wölfen angefallen worden sind, wenn mal was passiert ist. Und das waren sehr, sehr wenige Fälle, möchte ich an der Stelle einmal ganz kurz sagen. Es gibt sehr, sehr wenige Fälle, wo der Wolf wirklich mal einen Menschen verletzt hat, selbst in Gebieten, wo viel Wolf vorkommt. Ja, das waren die typischen Argumente für und gegen den Wolf. Wenn du noch weitere hast, schreib sie mir gerne unten in die Kommentare rein. An dieser Stelle habe ich nochmal weiterführende Informationen für euch, wo ihr euch noch weiter informieren könnt. Natürlich gibt es einen speziellen Film von Nabu,
zum Wolf. Den würde ich mir tatsächlich einfach mal angucken, weil er ist zwar ein bisschen blauäugig, aber er ist auch sehr schön gemacht und ich finde, da kann man gute Grundinformationen rausziehen. Dann natürlich Ben von Ein Mann im Wald, kann ich euch sehr empfehlen. Der hat mittlerweile, ich glaube, 8 Videos oder so zum Wolf, zu verschiedensten Kategorien. Ja, da einfach mal zuhören, der macht das ein bisschen ausführlicher, aber auf jeden Fall einen Blick wert. Ebenso natürlich den Sacki. Der hat auch ein bisschen zum Wolf gemacht. Und es gibt auch noch eine kleine Spiegel-TV-Reportage zum Wolf, zum domestizierten Wolf, an dem geforscht wird. Also das ist so eine spezielle Forschungseinrichtung, wo 12 Wölfe drin sind, an denen halt einfach geforscht wird, wie sich Wölfe verhalten, wie intelligent sie sind und. Alle Links zu solchen weiterführenden Artikeln, Videos und, schreibe ich euch unten in die Videobeschreibung mit rein. Ja, da ist es auch schon ein bisschen dunkler geworden. Da hinten dämmert es auch schon. Aber irgendwie ist es auch total gemütlich, wenn es so ein bisschen ruhiger im Wald wird. Kommen wir mal zu meiner persönlichen Meinung. Meine persönliche Meinung teilt sich in 2 Bereiche auf. Und zwar einmal meine Meinung als Outdoorer allgemein. Ja, als Draußenschläfer, der auch mal 10 Tage draußen schläft, weil er ein paar hundert Kilometer zurücklegt beim Wandern. Vor allen Dingen natürlich jetzt auch gerade in der Lüneburger Heide, wo ich unterwegs war und viel gewandert bin und oft draußen geschlafen habe. Da habe ich persönlich tatsächlich gar keine Angst vor dem Wolf. Das liegt daran, dass ich halt mit dem Zelt unterwegs bin und ich behaupte, genauso wie der Wolf einem Auto nicht mehr als Mensch wahrnimmt, sondern als unbedrohliches, großes Irgendwas, nimmt er auch ein Zelt nicht als wahr, oh, da beiße ich jetzt durch und dann fresse ich den, der drin liegt. Beim Tarp ist mir tatsächlich schon ein bisschen mulmiger, muss ich sagen. Weil da der Kopf so offen liegt. Aber ich denke mir im Endeffekt auch, wenn ein Rudel Wölfe irgendwie um einen rumkommt, dann würde man das merken und dann kann man sich laut und verständlich machen. Und wenn dann diese Gefahr wirklich zunehmen würde, dass Wölfe sowas tun würden, dass sie in einem großen Rudel einen langsam einkreisen, dann würde ich auch, ich habe sowieso immer ein Messer dabei, gut, ein Messer schützt nicht gegen ein ganzes Rudel, aber dann würde ich zum Beispiel anfangen, laute Sachen mitzunehmen und so weiter und so fort. Ja, ich habe schon überlegt, es gibt diese kleinen Taschenalarmanlagen, die sind auf jeden Fall, denke ich, sehr gut und eben natürlich noch vielleicht eine Druckluftpistole oder sonst irgendwas in der Richtung. Aber ich sehe die Gefahr mittlerweile noch nicht so. Also es gibt keinen einzigen Fall, wo ich von einem im Wald Schläfer oder sonst irgendwas gehört habe, an denen sich Wölfe genähert haben. Ganz zu schweigen davon, dass, wenn sie ein Feuer machen, du ja jede Art von Wildtier immer vertreibst. Da ist mir der Akku alle gegangen. Ja. Ich quatsch schon wieder viel zu lange und es ist kaum noch Licht da, wie ich sehe. Also, ich beeile mich mal ein bisschen. Das heißt, ich bewerte den Wolf persönlich nicht als besser als ein anderes Tier. Ja, ich freue mich über ein Reh, weil ich finde Rehe zum Beispiel einfach als Tiere sehr ästhetisch oder Eichhörnchen freue ich mich auch mega drüber. Das heißt, der Wolf ist bei mir kein ideologisch aufgeladenes Tier oder sonst irgendwas in der Richtung, sondern einfach nur ein Tier im Wald. Und bei einem Tier im Wald in dem Rahmen, dass dadurch keine Menschen verletzt werden und die wirtschaftlichen Schäden möglichst gering gehalten werden und dann, wenn sie entstehen, aus Steuermitteln bezahlt werden, bin ich für den Wolf. Man muss natürlich auch sagen, wenn ein Wolf zum Beispiel über einen Zaun ist und ein Weidetier schon mal gerissen hat, dass man ihn dann meiner Meinung nach schießen muss, weil alles, was ich weiß, ist, dass solche Raubtiere lernen, dass sie das dann können, dürfen und so weiter und so fort und dass man dieses Verhalten direkt bestrafen muss. In diesem Fall ist Bestrafen der Tod leider. Aber ich glaube, wir kommen da nicht drum rum, weil wenn ein Wolf erstmal gelernt hat, oh, die Weidetiere kann ich ja ohne Probleme fressen und nehmen, dann wird er aufhören, Hasen zu jagen, weil das für ihn anstrengend ist und wird nur noch Schafe jagen. Und jetzt kommen wir natürlich auch zum anderen Punkt, dass es teilweise freilebende Schafe in der Lüneburger Heide gibt. Das heißt, die ganze Lüneburger Heide ist natürlich nochmal ein speziell heißes Pflaster. Sehr heißes Pflaster. Aber das ist ja insgesamt der Wolf sowieso ein sehr heißes Pflaster. Aber es hat mir mal Spaß gemacht, das alles zu recherchieren, was ich noch nicht wusste und ein bisschen für euch ein Video daraus zu machen, um einfach was mitzuteilen.
und dass wir in den Kommentaren mal darüber sprechen können, weil das ist mir besonders wichtig. Ich möchte viele Meinungen davon haben, also schreibt es mir wirklich unten rein, damit wir ein bisschen diskutieren können. Wenn dir das Video zum Thema Wolf gefallen hat, dann lass mir doch ein Like da, schreib mir einen Kommentar dazu und vielleicht sehen wir uns ja beim nächsten Wolf-Video. Bis dahin, tschüss, tschüss.